Und die Verstimmung beginnt. Hi, hier ist wieder Love Tarot. Hallo. Schön, dass du wieder den Weg zu mir gefunden hast auf meinem Channel. Und ich möchte heute gerne, ihr habt es euch gewünscht, ihr wolltet nochmal du und deinen Seelenpartner. Ich möchte auf die Verbindung zwischen dir und deinem Seelenpartner schauen. Und zwar machen wir es mit der Neunerlegung. Kannst du auch in meinem Shop buchen. Link ist in der Infobox. Und zwar, wir schauen auf seine oder ihre Gedanken, seine Herzebene zu dir und seine oder ihre möglichen nächsten Schritte, okay? Zum Clarifying habe ich hier noch ein paar schöne Seelenpartner-Decks, die stelle ich euch dann vor, wenn es soweit ist. Und dann sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal los. Rückseite des Decks, die Wege. Eine Entscheidung steht an. Das ist schon mal schön. Ja, also, Gedankenebene. Fein. Fein, eine noch, bitte. Oh Gott. Rückseite des Decks. Die Störche. Die Störche stehen für die Veränderung. Kann eine positive oder auch negative Veränderung sein. Das kommt immer darauf an, was für Karten mit bei rauskommen. Aber guck mal, Kopfebene. Liegst du? Also ich, meine Readings sind dann immer, also das Lenormand ist hier so ausgelegt, aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut, drehst dir bitte so um. Also du bist als Hauptperson rausgekommen in seinem Kopf oder ihrem Kopf. Der Reiter steht fürs Vorwärtskommen, für die Bewegung, für die Schnelligkeit. Also, und das Kind steht dafür, ja, den totalen, komplett Neuanfang zu machen mit dir. Wow, Wahnsinn. Da verschlägt es mir gerade die Sprache. Ja, der Reiter reitet auch auf das Kind zu. Das Kind steht dafür, das ist jetzt nicht so dieser Neuanfang mit, ach komm, wir fangen von Neuem an, sondern es ist dieses Ding von wegen, das haben wir so noch nie gemacht. Und ich habe das Gefühl, für einige meiner Seelenpartner, die hier zugucken, soll es ja eine gänzlich tolle, mega gute Überraschung geben. So. Also etwas, womit du nicht rechnest, höre ich gerade. Herzebene von deinem Gegenüber für dich. Ja, die Wege rausgefallen. Okay, Fische. Ich habe gesagt Herzebene. Fische stehen entweder für Finanzen oder für die tiefen Gefühle. Die Wege, der Mond und der Brief, also ne, Herzebene. Also nicht nur auf Kopfebene bist du super präsent, sondern er weiß auch in seinem Herzen oder von seinem Herzen aus, dass er jetzt die Entscheidung treffen muss. Da kommt er gar nicht drum rum. Ne? Der muss Entscheidungen treffen, damit er auf dich zugehen kann. Mit dem Mond. Mond steht auch für tief empfundene Gefühle, aber auch für intensive Träume. Also deswegen die Karte ist, ja, so bei Nacht. Ne? Was machen wir bei Nacht? In aller Regel schlafen. Es sei denn, wir arbeiten in der Nachtschicht. Und ja, und auf Herzebene halt auch der Brief. Ich kriege Gänsehaut. Also ich glaube, für einige von meinen Seelenpartnerpaaren, die hier zugucken, steht jetzt künftig ein ganz großer Neuanfang an und der kommt schneller, als ihr selbst denkt, denn der Reiter ist schnell. Mögliche nächste Schritte. Ja. Oh mein Gott, ich brech ab. Treffenszeit ist angesagt. Also hier Date im Park, in der Öffentlichkeit möchte er sich mit dir treffen oder sie. Das Ganze geht mit der Sense schneller, als du es selbst erwartest. Er möchte in die Treue zu dir gehen mit dem Hund. Also der Hund steht auch für Freundschaften oder für die Familie. Aber ich sehe das jetzt hier gerade als sich dir treu zu ergeben, okay? Und mit dem Anker, also besser geht es eigentlich hier gar nicht. Mit dem Anker ist die Verankerung angezeigt. Also er möchte sich mit dir fest liieren. Wow, okay, ich möchte noch ein bisschen clarifyen. Ich habe ein paar schöne Decks ausgesucht. Als erstes nehme ich wieder das von Petra, Kartenblick der Königin der Stäbe. Es heißt, ich muss es ablesen, unsere Seelenliebe, meine Botschaft für dich.
Da hätte ich gerne drei Botschaften von Kartenblick der Könige der Stäbe. Habe ich gerade schon gesagt, Link ist in der Infobox. Schauen wir mal auf diese Verbindung. Okay, Suche. Überall, wo ich mich befinde, suche ich nach dir. Wo bist du? Ja, und das ist es gerade, ne? Das ist so diese Energie von wegen, ihr vermisst euch. Ich meine, wenn ihr jetzt Dualseelen seid, dann spürt ihr euch sowieso energetisch. Ihr vermisst euch dann dementsprechend. Auch die Zwillingsseelen haben eine telepathische Verbindung. Wenn ihr jetzt Dualseelen seid und ja, dann ist es auch so, nehme ich das jetzt so wahr, dass eure Dualseele irgendwo unterwegs ist, vielleicht gerade im Urlaub oder so. Und die sieht dich an jeder Ecke. Die erkennt dich in anderen Personen. Die denkt, oh mein Gott, die Person hat die Haare so wie meine Person. Oh Gott, das ist die. Und dann kommt gleich das Herzklopfen und überhaupt. Und dann wisst ihr gar nicht, oder eure Dualseele weiß gar nicht, wie ihm oder ihr geschieht. Und ja, ich finde, diese Karte, das ist so ein bisschen diese Energie von wegen, ich erkenne dich so viel in anderen. Und ja, das ist halt auch ganz großes Vermissen. Gereizt. Ich bin extrem gereizt. Jeder nervt mich und es geht mir nicht gut, denn du fehlst mir so. Ja, und das ist meiner Meinung nach sowas passiert, wenn, ja, wenn die Trennung von den Seelenpartnern zu lange ist. Dann, also die Energien, die schwingen sowieso sehr dolle umher. Also das ist so manchmal von den Launen her, als ob man davon echt ein gutes Schleudertrauma kriegen könnte, weil manchmal ist die Energie so hoch und dann wieder so im Keller. Und da kann auch schon mal eine Gereiztheit rüberschwappen, beziehungsweise entweder ist es eure eigene Gereiztheit, weil ihr die Person so vermisst, oder ihr nehmt die Energie des anderen auf. Und wenn er jetzt zum Beispiel oder sie jetzt gerade total gereizt ist, dann kriegst du es volles Rohr ab und lebst es in deiner Realität aus. Kann durchaus passieren. Fokus. Fokussiere dich erstmal auf dich selbst. Und das ist die Sache. Das ist das Problem. Wenn wir zu sehr, wenn wir im Dualseelenprozess sind, wenn wir zu sehr darauf hoffen, dass die andere Person jetzt bitte, bitte, bitte endlich kommt, was machen wir? Wir vertreiben unsere Person mit unserer eigenen Energie. Das Problem ist dann, man ist dann nicht attraktiv für den, sondern eher abstoßend. Wobei man eigentlich die schönste Person ist, die Person je gesehen hat. Ja, das ist dieser Widerspruch in sich, aber das ist halt die Feinheit des Dualseelenprozesses, dann Ablenkung. Ich kann mich einfach nicht von den Gedanken an dich ablenken. Okay. Und das ist halt auch dieses Ding von wegen, ich suche dich, ne? Also, okay, dann jetzt das Deck von Jenny. Ich habe es einmal schon vorgeschaffelt. Packe ich auch in die Infobox, wer das gerne haben möchte. Das ist das Seelenpartner-Orakel von Jennifer Gräser. Schöne Grüße nach Wien. Und an Petra natürlich auch nach Münster, habe ich noch nicht gesagt. Ja, oh Gott, Jenny hat ungefähr die gleichen Botschaften. Und bei Jenny kamen vier raus. Wir nehmen auch gern vier. Vier ist ja die Zahl der Beständigkeit. So, Schmerz. Du befindest dich in einer schmerzhaften Phase. Diese dient der Heilung, gib nicht auf. Und das ist es gerade. In diesen Seelenpartnerprozessen kriegen wir immer den Schmerz gespiegelt und müssen damit umgehen. Das sind unsere Lernaufgaben. Und die sind, glaube ich, auch, sind die rausgefallen, die Lernaufgaben? Nee. Nee. Aber okay, also Schmerz darf durchlebt und gefühlt werden, denn der gehört zu deinen Lernaufgaben dazu. Okay, wenn du deine Lernaufgaben nicht machst, was passiert? Stillstand. Was geht dann weiter? Hier gar nichts. Das passiert dann alles nicht, wenn du deine Lernaufgaben nicht machst. Okay, erstens Sehnsucht. Das Vermissen und die Sehnsucht wird der Antrieb sein, um weiterzugehen. Und ja, das ist es nämlich. Wir müssen weitergehen. Wir können nicht stillstehen bleiben, weil dann steht dieser ganze Prozess. Inneres Kind. Nimm dein inneres Kind in den Arm, kümmere dich darum und bringe die Leichtigkeit ins Jetzt. Ja.
Genau so. Und es werden nun Entscheidungen getroffen. Diese sind wichtig, um weiterzukommen. Hab keine Angst davor, es wird positiv weitergehen. Ja, ist auf den Anker gefallen übrigens. Und glückliche Ereignisse, oh Gott sei Dank. Es wird sich alles zum Guten wenden. Das Glück ist auf deiner Seite, bleibe positiv. Ja, wunderschön. Ja, und ich möchte jetzt gerne noch. Nee, die nicht. Ich zieh noch. Obwohl doch. Doch, doch, komm. Die Herzchen möchte ich doch. Entschuldigung, ich muss mich gerade umentscheiden. Die Liebesorakel-Botschaften von Herzen möchte ich gern zwei. Denn ich habe hier eine Dualseelenlegung gemacht und da mache ich zwei Karten auf diese Legung, also auf diese Personen, die damit in Resonanz gehen. Allein die Zeit wird es zeigen. Ja, und das ist es auch gerade. In diesen Prozessen musst du, ich zeige es nochmal, allein die Zeit wird es zeigen. In diesen Prozessen musst du für dich weitergehen und bei dir selber ankommen, damit deine Person zu dir kommen kann. Noch eine Bitte auf diese Verbindung. Göttliche Fügung, na. Also, göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ja, hab Vertrauen. Und das ist es auch gerade in diesen Prozessen. Wir müssen wirklich sagen, ich vertraue darauf, ich glaube daran, dass alles so kommt, also alles zur rechten Zeit für mich kommt, zu dem es mir bestimmt ist. Ja, und solange hast du Zeit des Nachdenkens, gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein. Das heißt für mich, dass die Lernaufgaben erstmal gemacht werden dürfen, bevor es zu einer Vereinigung in der Öffentlichkeit kommt, okay? Also ich fand, es war eine sehr schöne Lösung. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar da. Teilt dieses Video mit allen, die Law of Tarot kennen sollten. Persönliche Readings könnt ihr bei mir buchen, die findet ihr auch in der Infobox. Ich wünsche euch schöne Ostern, erholt euch gut und habt ein bisschen schöne Zeit mit eurer Familie und bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!